Willkommen, mein Name ist Marius Eber. Thema dieses Videos: Wie finde ich ein Thema für die Projektarbeit? Bezieht sich vor allem auf den geprüften Betriebswirt und den geprüften technischen Betriebswirt. Ich habe mich zu diesem Thema mit Sicherheit schon mal früher geäußert, aber ich weiß nicht mehr, wozu ich mich überall geäußert habe, denn ich habe mittlerweile über 8000 Videos auf diesem Kanal. Schauen Sie also auch ältere Videos, zeitlich ältere Videos, aber gleichwohl völlig aktuelle Videos zu diesem Thema. Aber ich greife das Thema nochmal auf, weil es sich halt in meinem E-Mail-Postfach, das geht immer so schubartig, ne? Man weiß, jetzt ist wieder soweit, jetzt kommen wieder Projektarbeit, jetzt muss man wieder Themen einreichen und dann kommen auch wieder die Anfragen. Merkwürdigerweise bei mir. Na? Warum kommen die Anfragen bei mir? Warum fragen die Leute nicht dort, wo sie zu einem Präsenzseminaranbieter oder zu einem Fernlehrgangsinstitut hingegangen sind? Das ist doch der Ansprechpartner. Warum laden die Anfragen immer bei mir? Das ist irgendwie komisch. So, also hier die Hilfe noch einmal. Wie gesagt, schauen Sie ergänzend ältere Videos zum gleichen Thema. Ich gebe Ihnen jetzt nicht Ihr Thema, sondern ich zeige Ihnen das Handwerkszeug, wie Sie für sich ein Thema generieren können. Und das ist das Grundprinzip meiner Methode. Ich vermittle dem, wie er fischen kann. Ich vermittle dem Menschen, wie er fischen kann. Ich gebe ihm nicht einen Fisch, sondern ich vermittle, wie er fischen kann, damit er für den Rest seines Lebens selber klarkommt, weil er fischen kann. Ja, das ist der Unterschied zu anderen, die sie mit irgendeinem Müll vollstopfen, mit dem sie nichts anfangen können. Meine Methode beruht auf Struktur, meine Methode beruht auf Transfer, meine Methode beruht darauf, dass ich Ihnen zeige, wie Sie in entsprechenden Situationen vorgehen können. Und so auch hier. Die Lösung, wie Sie ein Thema finden, lautet strukturelles. Das wundert Sie jetzt hoffentlich nicht, dass dieses Wort mal wieder kommt. Das ist eines meiner Lieblingsworte. Strukturelles, schriftliches Denken. Oh, da geht's schon los. Denken. Eine Fähigkeit, die fast völlig ausgestorben zu sein scheint. Selber denken kann anscheinend so richtig keiner mehr. Ja, das liegt nicht an den Leuten und ich sage nicht, Leute, ihr seid alle doof. Ja, das sage ich überhaupt nicht. Ich stelle nur das Ergebnis fest, zunächst mal ohne Wertung. Und dann im zweiten Schritt kann man feststellen, wer ist denn eigentlich dafür verantwortlich? Und dann stellt man fest, dass die Menschen, die gar nicht mehr selber denken können, da nicht in erster Linie für verantwortlich sind, sondern die Systeme, in denen sie sich befinden, die ihnen das Denken quasi systematisch abgewöhnen. Man muss funktionieren heute in vielen, vielen Bereichen. Muss man funktionieren innerhalb eines vorgegebenen Systems. Und wehe, man macht etwas oder nur sagt etwas, was diesem System widerspricht, dann hat man sofort alle Schwierigkeiten der Welt. Das heißt, dieses Denken, das muss man jetzt auch erstmal wieder aktivieren. Ja, das ist nämlich nicht verloren oder gar getötet, sondern man muss es wieder aktivieren. Also Denken ist erforderlich. Das nächste ist das schriftliche Denken. Das ist auch etwas, was erstaunlich wenig passiert. Ja, eine Möglichkeit, und ich habe es tausendmal gezeigt in den Videos, wie Sie schriftlich denken, ist das Mindmapping. Sie schreiben den zentralen Begriff in die Mitte eines quergelegten DIN A4-Blattes und strukturieren die Dinge drumherum. Ich mache das fast jeden Tag. Mindmapping ist eine super Idee, sehr einfach, ist verbunden mit dem Namen Tony Buzan übrigens. Und sehr, sehr einfach, im Grunde sehr einfache Idee, aber sehr wirkungsvoll. Dann können Sie hier weiter unterstrukturieren, sagen, hier bei dem Punkt, da gibt es noch drei Unterpunkte. Und hier fällt mir noch was, ach Moment, da gibt es noch einen Hauptpunkt, den ziehen wir mal hier rüber. Ja, das ist strukturelles schriftliches Denken. Also es ist zunächst mal schriftliches Denken und dann ist es eben auch strukturelles schriftliches Denken. Strukturelles schriftliches Denken. Das hier ist nämlich eine Struktur. So. Das war der Vorspann.
Jetzt komme ich zum eigentlichen Thema. Wie finden Sie es? Wie finden Sie das Thema? Das Thema ist also, wie finde ich ein Thema? Das Thema dieses Videos heißt, wie finde ich ein Thema für die Projektarbeit? Das ist das Handwerkszeug. Darum geht es. Es geht um strukturelles schriftliches Denken. Jetzt zeige ich Ihnen, wie das geht, wo Sie ansetzen können. Warten Sie mal, was Sie machen. Sie nehmen ein DIN A4 Blatt quer. Und Sie schreiben in die Mitte dieses Blattes zum Beispiel Thema PA, Thema Projektarbeit. Ja, damit wir nicht so viel Platz hier verwenden. Thema PA, Thema Projektarbeit. So. Und jetzt denken Sie strukturell und schriftlich. Zunächst einmal, was ist das Grundprinzip der Arbeit? Was erwartet man denn bei einer PA, bei einer Projektarbeit? Man soll ein praktisches Problem in eine Lösung überführen. Darum geht's. Das ist das, was geprüft wird. Das ist das, was der Ausschuss haben will. Was ist ein praktisches Problem? Ein praktisches Problem ist wünschenswerterweise ein selbsterlebtes, selbsterfahrenes Problem. Wir sind also im Arbeitsbereich des Prüflings. Praktisch bedeutet möglichst Arbeitsbereich des P, des Prüflings. Das ist der Idealfall. Das ist auch der einfachste Fall. Und wenn das für Sie nur irgendwie möglich ist, dann machen Sie das. Nehmen Sie ein Problem aus Ihrem Bereich, wo Sie an Daten, an ZDF, Zahlen, Daten, Fakten kommen, weil das erwartet man von Ihnen. Auf dem Weg vom praktischen Problem zur Lösung erwartet man ZDF. Und ZDF ist Zahlen, Daten, Fakten. Sie brauchen also an irgendeiner Stelle mal zumindest Daten und Fakten, möglicherweise auch Zahlen, sehr häufig auch Zahlen. Deswegen ist immer der Arbeitsbereich des Prüflings zu bevorzugen. Jetzt gibt es Gründe, warum das nicht funktioniert. Zum Beispiel, was ich relativ häufig höre, ist, ich will nicht, dass mein Chef das überhaupt erfährt, dass ich diese Fortbildung hier anstrebe. Dann geht sofort los, ach, der will wechseln und ehrlich gesagt, ich will ja auch wechseln, deswegen mache ich das ja, bla 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 und so weiter. Also, wenn ich jetzt frage hier, dann wollen die Leute wissen, warum brauchen sie diese Zahlen? Ja, für meine Projektarbeit, ja, wieso denn Projektarbeit? Ja, ich mache, ja, und dann, na, dann haben sie mich. Also gibt es eine Alternative. Man arbeitet an einem fiktiven Unternehmen. Na, da muss man sich ein paar Dinge mehr zurechtstricken. Das ist schwieriger, aber auch das geht und ich habe es relativ häufig erlebt. Und man kann nicht sagen, dass das irgendwie schlechter funktioniert als das praktische, echte Problem. Na, das ist also ein fiktives Unternehmen und innerhalb dieses fiktiven Unternehmens kann man sich ein Problem natürlich stricken und sollte man sich auch stricken, das im wahren Leben auch so vorkommen sollte. Na, aber das Unternehmen und die Zahlen und so weiter, solange es plausibel ist das Stichwort, geht das im Prinzip im Endergebnis genauso gut. Von der Entwicklung und von der Arbeit ist es schwieriger. So, das ist gemeint mit praktischem Problem oder mit praktisch zunächst mal. Was ist Problem? Was ist Problem? Oder aus welchen Bereichen können Probleme kommen? Und auch da erkennen wir wieder Grundstrukturen. Wie immer, wenn man den Blick dafür hat, gibt es Grundstrukturen, aus denen heraus in der Betriebswirtschaftslehre, und davon reden wir ja, wir reden vom geprüften Betriebswirt, also Betriebswirtschaftslehre, und vom technischen Betriebswirt, also wieder Betriebswirtschaftslehre, gibt es Grundprobleme. So. Ein Grundproblem ist immer Kosten. Kosten geht immer. Ja? Das zweite Grundproblem ist immer Zeit. Wobei Sie Kosten tatsächlich, wenn Sie Ihr Thema formulieren, auch Kosten nennen dürfen. Wenn Sie ein Zeitproblem angehen, dann sind Sie
eher im Bereich der Ablaufplanung. Das heißt, ein bestimmter Prozess, nicht Gerichtsprozess, sondern Prozess im Sinne von Ablauf in Ihrem Unternehmen dauert viel zu lange. Ja, von der Bestellung bis zur Auslieferung des Produkts dauert zu lange und Sie erkennen das als Problem. Es ist ein Zeitproblem, aber Sie übersetzen das in ein Ablaufproblem. Ja? Während Sie Kosten so nehmen können. Sie können also ein Thema nennen, Konzept zur Kostensenkung da und da oder für das und das. Aber Konzept zur Zeitsenkung, das macht man nicht so, sondern da spricht man eher von Konzept zur Ablaufoptimierung. Wobei Sie schon eine wichtige Formulierung jetzt hier haben, nämlich Konzept zur. Ja? Konzept zur. Was machen Sie? Was ist das, wenn man das jetzt wieder ein bisschen abstrahiert und auf die Grundstrukturen geht? Dann haben Sie in Ihrer Arbeit ein Gestaltungsproblem. Ein Gestaltungsproblem. Sie gestalten die Kostensituation für einen kleinen abgrenzten Bereich, den Sie überschauen, gestalten Sie neu. Bitte revolutionieren Sie nicht die Welt, revolutionieren Sie nicht die Betriebswirtschaftslehre und revolutionieren Sie auch nicht Ihr Unternehmen, sondern nehmen sich einen kleinen, abgrenzbaren, überschaubaren Bereich. Das sind die besten Arbeiten, weil Sie da in die Tiefe der Dinge gehen können und das macht Ihre Arbeit gut. Also ein Gestaltungsproblem. Kosten, Zeit und ein drittes Grundelement ist Qualität. Achtung, Qualität kann Zeit und Kosten mit beinhalten. Qualität ist nicht so separierbar wie Kosten und Zeit, sondern es kann zum Beispiel sein, dass das Zeitproblem auch ein Qualitätsproblem ist. Sie wissen, Qualität ist der Zweck einer bestimmten Sache. Qualität ist kein absoluter Begriff, sondern bedeutet Eignung für einen bestimmten Zweck. Und wenn Sie irgendwie von mir aus sich Fast-Food-Restaurant nennen und es dauert 3 Stunden, bis das Essen da ist, dann haben Sie ein Qualitätsproblem, aber Sie haben auch ein Zeitproblem und ein Ablaufplanungsproblem. Wahrscheinlich. Möglicherweise auch ein Motivationsproblem, was immer. Ja, Kosten, Zeit, Qualität. Wenn man jetzt in den menschlichen Bereich geht, dann könnte man durchaus noch eine vierte Rubrik hier aufmachen und sagen, im Bereich der Mitarbeiter, was haben Sie da? Haben Sie zum Beispiel Motivation? Wieder haben Sie ein Gestaltungsproblem. Sie gestalten den Aspekt der Motivation in Ihrer Arbeit neu. Ja, das ist nicht vollständig. Überlegen Sie hier weiter, was es noch für grundsätzliche Bereiche geben könnte, aus denen Sie heraus eine Arbeit gestalten können. Die allermeisten landen hier bei Kosten, Zeit, ja, schon weniger häufig, aber durchaus auch vorkommend. Qualität, ja, Motivation ist auch nicht so selten Konzept zur Steigerung der Mitarbeitermotivation. Ja, wieder die Formulierung Konzept zur, wieder ein Gestaltungsproblem. Gibt es eigentlich noch was anderes? Ja, gibt es. Es gibt Entscheidungsprobleme. Entscheidungsprobleme. Es könnte also auch sein, dass Sie sich widmen in Ihrer Arbeit einem Entscheidungsproblem. Ehrlich gesagt ist es häufiger. Die meisten widmen sich eher einem Entscheidungsproblem anstatt einem Gestaltungsproblem. Wenn Sie meine Meinung hören wollen, dann rate ich Ihnen eher zu einem Gestaltungsproblem, weil diese Entscheidungsprobleme so dermaßen ausgelutscht sind, dass sie wahrscheinlich allen Ausschüssen so langsam zum Hals raushängen. Ja, in so einem Ausschuss bleibt man in der Regel sehr, sehr lange, im Prinzip bis man stirbt. Ja, bleibt man in diesen Kreisen drin und da hängt einem das irgendwas zum Hals raus. Diese ständigen Entscheidungsprobleme. Ne? Entscheidungsgrundlage für die Neuinvestition einer Maschine oder sowas. Ne? Dann ist also die Formulierung Entscheidungsgrundlage für. Ja? Entscheidungsgrundlage für.
So formuliert man dann Entscheidungsprobleme bei der eigentlichen Themenformulierung. Das Thema selber sollte dann substantiviert sein. Also Ihre Arbeit heißt nicht, wie ich unseren Auslieferungsprozess in einem Unternehmen der sowieso Branche neu gestaltete, sondern heißt Konzept zur Optimierung des Auslieferungsprozesses. Ja, oder so ähnlich. Substantiviert. Das Thema ist immer substantiviert. So, dann schreiben Sie noch eine Themenbeschreibung, eine kleine Gliederung, aber das sprengt jetzt schon wieder den Rahmen dieses Videos. Ja, so, und das machen Sie jetzt bitte mal selber. Ja, das machen Sie jetzt bitte mal selber, dass Sie das Denken, das schriftliche Denken, das strukturierte schriftliche Denken jetzt mal bitte für Ihre Sache anwenden. Wie finde ich ein Thema? Und müssen Sie das an einem Tag? Nein. Sie machen sich einfach erstmal Ihr quergelegtes DIN A4-Blatt. Sie schreiben hier rein Thema Projektarbeit. So, und dann fangen Sie mal an hier so ein bisschen was. Schreiben Sie Ihre Kosten dran, schreiben Sie Ihre Zeit dran, schreiben Sie Ihre Qualität dran, was immer. Ja. So, und dann, immer wenn Sie eine Idee haben, halten Sie das fest. Das bedeutet strukturiertes, schriftliches Denken. Halten Sie die Dinge fest. Legen Sie dieses Blatt Papier auf Ihren Nachttisch. Ja, tragen Sie das mit sich rum. Haben Sie das griffbereit? Haben Sie das in der Nähe? Haben Sie das greifbar? Und schreiben sich die Dinge rein, die Ihnen zusätzlich einfallen. So geht das. Ja, das ist das Handwerkszeug, durch das man zu einem guten Thema kommt. Alles Gute, Marius Eber. Wollen Sie Ihre Lernmotivation steigern? Dann klicken Sie für Insider-Informationen auf den Link unter diesem Video.